Wir sind das Alpha und das Omega. Der Winkel und die Winkelgeschwindigkeit. Alter, die Intros werden immer besser, gell? Puh. So, moin Leute, nehmen wir mal an, wir haben ein Rad. Okay, vielleicht mal lieber ein einfaches. Ein Kreis. Ja, der Kreis hier reicht. Das ist jetzt mal ein Rad. Das Rad dreht sich jetzt mal um 90 Grad. Und wir wollen wissen, wie lange das Rad dafür braucht. Welche Größe könnte dabei von Nutzen sein? Naja, übersetzen wir das Ganze einfach mal in was, was wir kennen. Wenn wir so eine Drehbewegung haben, nennt sich das Ganze Rotation. Klingt so ähnlich wie die Translation. Das klingt komisch, ist aber einfach nur der Begriff für die geradlinige Bewegung. Und die kennt ihr. Wir bewegen uns von einem Punkt zu einem anderen Punkt. Dabei legen wir eine Strecke S zurück. Und für die Strecke brauchen wir die Zeit T. Die Strecke S und die Zeit T sind über die Geschwindigkeit V verknüpft. Einfach V gleich Delta S durch Delta T. Kennt ihr ja alle. Das Dreieck Delta gibt nur an, dass es sich um eine Änderung der Strecke handelt. Ist hier jetzt erstmal nicht so wichtig. Die Formel gibt also eine Antwort auf die Frage, welche Strecke legt man in der Zeit T zurück? Jetzt übersetzen wir das Ganze einfach aus der Translation in die Rotation. Von der geradlinigen Bewegung in die Drehbewegung. Also, auf geht's. Unsere Zeit bleibt die Zeit. Uns interessiert jetzt aber nicht die zurückgelegte Strecke, nein, uns interessiert der zurückgelegte Winkel. Wir stellen uns die Frage, um welchen Winkel dreht sich das Rad in der Zeit T? Und genau dafür gibt's dann auch eine Geschwindigkeit, nämlich die Winkelgeschwindigkeit Omega. Omega ist einfach die Veränderung vom Winkel durch die Veränderung von der Zeit. Delta vom Winkel Alpha durch Delta von der Zeit T. Ihr seht, das Ganze ist wie bei der geradlinigen Bewegung. Links haben wir Strecke durch Zeit. Und weil bei der Rotation der Winkel mehr interessiert, haben wir da halt Winkel durch Zeit. Also merken. Die Winkelgeschwindigkeit sagt uns also aus, wie schnell sich ein Winkel ändert oder das Rad sich dreht. Rechnen wir mal ein kurzes Beispiel. Ein Rad braucht 2 Sekunden, um sich ein halbes Mal zu drehen. Ich würde jetzt gerne die Winkelgeschwindigkeit Omega wissen und noch, wie viel sich das Rad in 9 Sekunden dreht. Fangen wir mit der Winkelgeschwindigkeit an. Nehmen wir einfach unsere Formel. Omega ist gleich Alpha durch T. Die Zeit T können wir direkt schon mal einsetzen. Wir wissen nämlich, dass es 2 Sekunden für eine halbe Umdrehung braucht. Was ist unser Winkel Alpha? Naja, eine halbe Umdrehung sind doch 180 Grad, oder? Sieht man ja schön links in der Skizze. Ja, das stimmt. Aber jetzt kommt das Wichtige. Den Winkel muss man in der Formel immer im Bogenmaß angeben. Wie, wo, was, hä? Man kann ja Winkel auf 2 verschiedene Arten angeben. Die sind eben in Grad mit dem Gradmaß oder irgendwie komisch mit Pi über das Bogenmaß. Falls euch das gerade gar nicht sagt, zieht euch mal das Video hier von unserem Mathe-Kanal rein. Ist nicht so schwer. Wiederholen wir es trotzdem schnell. Oben am Kreis soll's jetzt mal anfangen. Dann ist hier ja der Winkel 90 Grad. Unten ist dann 180 Grad. Noch ein zweiter 270 Grad und einmal rum 360 Grad. Und das können wir jetzt auch mit Pi angeben. 90 Grad entsprechen Pi halbe. 180 Grad sind genau Pi. Bei einer Dreivierteldrehung stehen 3 Pi halbe. Und dann kommen wir oben bei 2 Pi an. Das heißt also für unsere Aufgabe, die halbe Umdrehung von 180 Grad entsprechen einem Winkel von Pi. Und genau das setzen wir in unsere Formel ein. Und das ergibt dann eine Winkelgeschwindigkeit von Pi halbe oder ausgerechnet ca. 1,57. Die Einheit ist dabei 1 durch Sekunde. Ihr könnt auch s hoch minus 1 schreiben, ist ja mathematisch dasselbe. Also nicht erschrecken bei s hoch minus 1. Auf jeden Fall, was sagt uns die Winkelgeschwindigkeit jetzt aus? Wir können ablesen, dass unser Rad pro Sekunde einen Winkel von Pi halbe überstreicht. Das ist eine Viertelumdrehung. Jetzt wollte ich noch wissen, welchen Winkel das Rad nach 9 Sekunden zurückgelegt hat. Rechnen wir es doch aus. Wieder nehmen wir unsere Formel. Wir formen nach dem Winkel Alpha um, der ist ja gesucht. Dazu holen wir das Delta T auf die andere Seite. Dann haben wir Alpha ist Omega mal T. Dann nur noch einsetzen. Die Winkelgeschwindigkeit Omega haben wir ja gerade berechnet, ist Pi halbe. Und das mal die Zeit von 9 Sekunden. Die S kürzen sich weg und wir kommen auf 9 halbe Pi.
Um diesen Winkel hat sich unser Rad nach 9 Sekunden gedreht. Wie viel Umdrehungen sind das dann? Naja, ist einfach. 9 halbe Pi ist ja nichts anderes wie 4,5 Pi. Wie oft passen da jetzt komplette Umdrehungen von 2 Pi rein? Naja, einmal passt ein 2 Pi rein. Auch noch ein zweites Mal. Aber dann passt nur noch ein halbes Pi. Wir haben also 2 ganze Umdrehungen und am Ende noch eine Viertel. Weil 2 Pi entsprechen ja immer genau einer Umdrehung. So oft drehen wir am Rad. Fassen wir das Ganze kurz zusammen. Die Winkelgeschwindigkeit Omega ist als Omega ist gleich Winkel Alpha durch die Zeit t definiert. Sie gibt an, welcher Winkel Alpha in einer Zeit t überstrichen wird. So ähnlich wie die Geschwindigkeit und die Strecke in der geradlinigen Bewegung. Die Einheit ist, hatten wir schon gesagt, 1 durch Sekunde, was Sekunde hoch minus 1 entspricht. Und wichtig, den Winkel immer in Bogenmaß angeben. Dafür habt ihr ja jetzt diese geile Skizze von uns. Im nächsten Video behandeln wir, wie man über die Winkelgeschwindigkeit die Geschwindigkeit jedes Punktes auf dem Rad berechnen kann. Außen ist das Rad ja schneller als innen. Klickt einfach drauf und erfahrt mehr. In dem Sinne, ihr dürft auch gerne ein Abo dalassen und natürlich auch auf unseren anderen Kanälen vorbeischauen. Also Mathe, Biochemie und Wirtschaft. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.